Er schreckt. So, du zuerst. Und tot. Und kriegt die Skaffen alleine? Ja, nicht mit 8 Schaden. Zum Glück habe ich unendlich Ausdauer, aber ich fürchte, sowas wie Ausdauer, wo man nicht so oft angreifen kann, wird noch kommen in diesem Spiel. Habe ich so das Gefühl. Was ist das? Ach, ein Trank. Cool. Der war da einfach mal so drin. So wie hier auch. 50 Gliss. Ach, guck mal. Ist ja geil. Was da? Nichts? Nur ein Herzinfarkt. Dabei ist das Spiel gar nicht so laut. Ich weiß gar nicht, was es soll. Die trifft eh nicht. Warum mache ich das eigentlich? Ich könnte mal halten, ne? Gleich. Also sie, nicht ihn. Und ich habe so viel Geld. Mittlerweile. Und noch einen Trank. Also Tränke habe ich mittlerweile genug. Ist ganz gut. Wie viel habe ich eigentlich? 6 Stück. Das ist schön. Diesmal war ich vorbereitet. So. Und du machst nämlich Magie und heilen auf... Ach, ich kann beide heilen. Die Zauberfee. Und ich habe... Wie viel Gliss habe ich eigentlich? 920. Da kann ich mir alles kaufen, was der Ladenbesitzer vorhin hatte. So. Jetzt wird's wieder mehr als ein Weg, war klar. Immer mehr als ein Weg. Weil es wäre sonst viel zu einfach. So, und die darf wieder heilen. Einfach mal beide, weil sie sich selbst heilen muss. Die hat eh nur 70 TP. Oh, die Helmer. Die Helmer, die sparen ganz schön viel aus. Ja, das geht natürlich nicht, aber der greift nie an. Warum eigentlich nicht? 70 Gliss, das geht ganz schön schnell. Ach, guck mal. Erfahrungspunkte, geil. Jetzt bekommen wir EP und können upleveln, ja. Wir können leveln. Hier oben war, glaube ich, der richtige Weg. Ich gehe mal zurück. Und auf einmal gibt es auch neue Gegner. Zero Cobras und Nebel. Ding ab's. Oh, gerade auch noch nicht. Ach, ich habe EP gewonnen. Geil. Bekommen denn beide EP oder nur eine? Das ist jetzt die Frage. Oder können die auch unabhängig voneinander leveln? Wie komme ich da jetzt durch? Komme ich da vorbei? Komme ich da? Mist, ich komme nicht vorbei. Verdammt. Ah, schade. Nein. Komm, mach ihn alle. Noch. Der macht... Au. Nicht viel Schaden. Okay. Hat sich erledigt. 3 EP. Eskad hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Und sie hat auch Stufe 2 erreicht. Ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Das ist praktisch. Ich komme da nicht dort vorbei. Das ist doof. Das war doch der richtige Weg. Ja. Und kaboom. Und kaboom. Ich müsste mal heilen, sehe ich gerade. Aber der greift ja eh nicht an gerade. Aber der kann doch ergreifen. Aua. Nur 61. Jetzt ist es schon besser. Und mach ihn alle. Ja, geht doch. 5 EP. Das geht ganz schön schnell, glaube ich. Weil die leveln, glaube ich, beide gleichzeitig, wenn ich das sehen kann. Noch. Also, ne? Betonung liegt auf noch. Später wahrscheinlich nicht mehr. Die Null-Kobra. Also die Kobra ist hier echt eine Null. Muss man sagen. Also die Kobra ist echt eine Null. Ich gehe nach unten, weil ich weiß, dass hier unten nämlich noch eine Kiste ist. Wow. Hier sind ganz schön viele. Da müssen wir die Skaven mal zuerst machen. Denn sie kann auch mal einen Skaven angreifen. Mit immerhin 10 Punkten. Und er macht den. Weil sie macht gar keinen Schaden. Und sie schnappt sich den Skaffen. Der müsste jetzt down sein. Jawohl. Und er lebt immer noch. Daneben, natürlich. Und ich habe nur noch 45. Krass. 9 EP. Stufe 3 erreicht. Und auch Stufe 3. Ich habe, glaube ich, keine vollen EP mehr. So, schnell dahin. Ein Stern in Evoland. So, und ach, vielleicht schon wieder eine Folge zu Ende. Das ist ja schade. Also, bis gleich. So, wir sind wieder da. Und weiter geht's in Evoland. Und wir haben direkt den nächsten Gegner. War ja klar. Also, für euch Pause, für mich natürlich nicht. Ich mache hier nahtlos weiter, weil das Spiel ist viel zu geil dafür. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, wie lange es geht. 5 EP. Weil es ist halt eigentlich ein Indie-Game, von daher kann es relativ schnell zu Ende sein. Was haben wir hier? Lebensquell. Frisches Wasser. Heilt eure Wunden. Ach, guck mal. Yay. Ach, wir können auch speichern. Noch besser. In Sicherheit.
Ich bin mal gespannt, ob es auch kommt, dass der, dass die Teammitglieder dann auf einmal hinter einem so herlaufen. Das wäre auch cool. Das kennt man ja von diversen anderen Action-RPGs. Aber es gibt da noch viele Möglichkeiten, die noch kommen können. Hier ist, das ist noch nicht ausgeschöpft. Weiß Gott nicht. Gehen wir mal unten. Also EP sammeln wir hier gerade fleißig. Fleißigst. Na, trifft eh nicht. Autsch. Und tot. Und Magie und heilen. Zum Glück hat sie noch keinen Mana. So, was gibt es in dem gerade im Moment noch nicht. Wir sind noch nicht weit genug in der Geschichte des Rollenspiels angekommen, um Mana zu haben. Finde ich gut. Aber immerhin haben wir schon mal Level. Hier sieht es gerade viel größer aus als erwartet. Ich gehe noch doch nochmal hoch. Okay. Ach, das geht. Geil. Aber ich muss für beide klicken. Ist ja auch doof. Ah, toll. Ich habe nichts verpasst. So. Die bringen wenigstens was. Die bringen mehr EP. Die greifen wir natürlich an. Die machen wir alle. Und angreifen. Ach, guck mal, jetzt One-Hit. Geil. Und auch nochmal tot. Aua. Einmal beide heilen und dann... Guck mal, da beide wieder voll und schnell töten. 9 EP und... Yes, beide Level 4. So, wo geht's jetzt lang? Was ist das? Oh. Irgendwo ist irgendwas passiert. Okay. Aber wo? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Also hier nicht. Okay, der nervt. Da hauen wir mal schnell ab. Ah, der hat uns angegriffen. Wie geht das denn? Ach, guck mal. Die Skaven-Karte. Die Skavens kennen wir schon. Jetzt haben wir auch deren Karte. 4 von 23. Das alles war? Ach, das waren bestimmt oben diese Säulen, die jetzt runtergekommen sind. Ne? Ja, die King Cobra. Zero. Die Coke Zero Cobra. Die Cobra Zero ist das. Soll das eine Anspielung auf Coke Zero sein? Ich weiß gar nicht. Natürlich ist sehr witzig. Cobra Zero. Wow, ist das? Gibt's hier noch mehr? Nein. Außer Gegner. Die mich angreifen. Die werde ich direkt ordentlich fertig machen. So, schafft's ihn? Nee, schafft's ihn nicht. Schade. Aber er. So, wir schnappen uns diesen Stein. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh, oh. Alter. Der hier sieht mächtig aus. Wie viele Jahrhunderte lang wacht er über den Kristall? Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angriff. Na ja, was auch sonst. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Ja, das machen wir doch glatt. Den hauen wir doch mal um. Sind wir voll? Nein, sind wir natürlich nicht. Mal gucken, wie viel Schaden? 23. Aber wir haben keine Lebensanzeigen für Gegner bisher. Deswegen halt unsere kleine Freundin die mal. Die beiden. Boss-Animation. Ach, guck mal. Ist das geil. Wir haben gerade Boss-Animation freigeschaltet. Ist doch cool. Jetzt sieht er schon viel gefährlicher aus. Ja, total. Finde ich ja super. 10 Schaden. Der kann bestimmt jede Menge. Der macht uns bestimmt voll alle jetzt. Wie viel Leben hat der? Boah, krass. Nee, warte, ich wollte zurück. Scheiße, habe ich verkackt. Die ist gleich tot. Nein, nicht sterben. Oh, oh. Oh, oh. Wieso kann er angreifen? Daneben. Phantomkonter. Au. Sie ist fast tot. Nein, ich brauche Gegenstände. Heilen. Oh. Und, Gegenstände? Nee, ich habe 97, aber... Sie braucht nochmal einen... Bisschen Input hier. So, das sieht gleich viel besser aus. Angreifen, komm. Finale. Wie viel Leben hat der denn? Na gut, ist ein Bosskampf, ne? Heilen. 28. Die geht ganz schön drauf. Die braucht gleich mal einen üblen Heiltrank. Der hilft, glaube ich, besser als. Nein! Zurück. Gegenstände. Trank. Es gibt direkt 50, das ist besser. So, und auf den Boss. Der wieder seinen Phantomkonter anmacht. Da warte ich, glaube ich, mal.
Ich kann aber nicht laufen. Ich könnte einen Trank nehmen. Ich mache einfach mal einen Trank. Ach, ich habe volles Leben, ja. Die hat auch volles Leben. Das wäre unsinnig, aber... Achso, er ist auch wieder da. Weil wenn ich hier das richtig gesehen habe, sollte man den, während der blau leuchtet, nicht angreifen. Auch wenn er... Aua. Wahrscheinlich gerade seine... Nur auf die Chance, auf die richtige Chance wartet. Um es völlig fertig zu machen. Au. Jetzt. Ah, geil, wir haben ihn. 400 Gliss und 20 EP. Und wir sind beide Stufe 5. Yeah. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Du. Was passiert jetzt? Ne. Eine komplette dritte Dimension haben wir freigeschaltet. Wir sind jetzt dreidimensional und wir sehen richtig crazy aus. Das ist freaky. Und das Mädel ist plötzlich auch da. Was ist das? Ich fürchte, da müssen wir hin, ne? Ja, müssen wir. So, Edeltal. Und das sieht aus wie... Na, hat ein bisschen was von Super Mario, ne? Also, das erste. Also 64, meine ich natürlich damit. 16-Bit-Musik. Die Musik hat sich weiterentwickelt, aber die Grafik und die Texturen noch nicht wirklich. Wobei man ja sagen muss, die Texturen sind teilweise schon dann wieder zu gut auf der anderen Seite. Wow, Fledermaus! Ja. Ich hab doch jetzt mittlerweile Leben, ne? Von daher können die mir noch gar nicht mehr so viel anhaben. Ach, und die halten eh nichts aus. Was gibt's denn hier? Ein Herz! Geil, wir haben jetzt Leben. Okay, das war der Punkt, wo ich, gerade noch gestorben wäre, wenn ich, wow, komm her. Und du auch. Boah, sehen die auch kacke aus. Die Büsche, wie toll sie zerfallen. Gab's hier unten noch was? Nee, ne? Ach, hier, guck mal, hier, Büsch. Da müssen wir uns auch immer durchschleichen. Yes, Geheimtruhe. Und da ist noch eine. Ein Stern, schon wieder. Endlich mal. Und hier ist bestimmt noch eine Karte. Pass auf. Flupp. Yay, eine Zumba-Karte. Eine Zumba. Ist aber noch nicht Zumba. Haha. Boah, war echt schlecht. Da ging es da lang. In meinem Inventar ist mein... Ist die Tante gar nicht mehr dabei? Wo ist sie hin? War die jetzt nur kurzzeitig da? Ist ja voll doof. Ich dachte... Oder kann die jetzt alleine ihr komisches Dorf rennen? Wir haben auch noch keine Gegner mit mehr als einem Leben, ne? Die mehr als einen Schlag aushalten. Schade eigentlich. Ja. Haja. Und stirb. Ach, da geht's lang. Sieh mal einer an. Jetzt haben wir wieder einen Geheimgang entdeckt. Jetzt dahin. Zu einem... Ja, toll. Da komme ich nicht durch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch diverse andere... Geheimnisse gab, aber ich die einfach nicht kriegen kann, weil ich diese Steine nicht kaputt kriege. Da ist noch so ein Wubbelwubbel. Ein Octarack. Das sind die garantiert die Octaracks. Geht's da lang? Nee. So mit dieser 3D-Optik. Ich fand's vorher besser. Ohne Witz. Aber ich als Retro-Freund-Fanatiker. Was habt ihr erwartet? Stirb, Fledermaus. Aber die geben keine EP. Komisch. Ist das der gleiche Weg, den ich... Ja. Oh, verdammt, jetzt habe ich wieder Schluck auf. Scheiße. Ich muss mir eben eine Sekunde was trinken. So, da bin ich wieder. Entschuldigt den, ja, den kurzen Stopp. Ich habe nur gerade einen Schluck auf Anfall bekommen. Ja. Und das habe ich heute schon den ganzen Tag. Heute ist so ein Schluck auf Tag. Kennt ihr das? Ein Schluck auf Tag? Dann normalerweise hat man 3 Monate lang nicht einmal Schluck auf. Höchstens einmal so ein Hicks. Und dann an einem Tag... Boah, ohne Ende. Ich könnte echt... Alter. Ja. Auf jeden Fall hat das jetzt irgendwie eine halbe Stunde gedauert, deswegen habe ich das natürlich dann kurz weggemacht. Aber jetzt habe ich es unter Kontrolle bekommen. Hoffe ich. Deswegen machen wir natürlich sofort weiter mit Evoland. Und wir, was haben wir hier gefunden? Irgendwas gefunden? Wir haben was gefunden. Was ist denn? Gepixelte Texturen. Alles... So sieht alles der echten Welt schon ähnlich. Guck mal, wie geil wie das jetzt aussieht. Geil. Cool. Was ist hier? Oh. Den sind wir... Ups. War der schon immer so klein? Oder sind wir wieder am Spielbeginn?
Ihr seid wieder am Spielbeginn? Was? Sind wir das? Tatsächlich. Ach, versucht es mit dem Pfad im Osten. Nein, ist ja nicht wahr. Guckt man sie mal einen an.